Ah. Seit du hier bist, ist es sicherer geworden. Jupp, gibt was Neues. Eine Schlägerei im Dawn's Roost. Die Security hat sich drum gekümmert. Aber jetzt sagt einer, der andere hätte seinen Ehering gestohlen. Er ist aber abgehauen, ohne den Täter zu identifizieren. Frag also Royce Elgin, Dawn's Roost, ob er den Typen kennt. Typen wie der haben für sowas keine Zeit. Wir sollen uns darum kümmern, ohne dass sie selbst den Finger krumm machen müssen. Allerdings war er zu dem Zeitpunkt schon besoffen. Er wüsste also eh nicht mehr viel. Hinterher war er sogar noch besoffener. Sorry, falscher Ausdruck. Reiche Leute sind alkoholisiert, nicht besoffen. Dann ist auf sie noch weniger Verlass als sonst. Gut, melde dich, wenn die Sache geklärt ist. Ein Restaurant im Wohndistrikt. Macht für VIPs das Catering. Das ist so ein Laden, in dem du nicht weißt, welches Besteck du nehmen sollst. Dem Gast zufolge ist der Ring wertvoll. Und damit ist wohl kein sentimentaler Wert gemeint. Normalerweise ist man zu Tode betrübt, wenn man ein wichtiges Andenken verliert. Dieser Typ wirkte aber so, als hätte er ein paar Credits verloren. Falls du Fragen hast, sag Bescheid. Unsere Gerichte sind einzigartig. Hoffentlich genießt du deinen Aufenthalt in New Atlantis. Ah, ein unglücklicher Vorfall. Beide Beteiligten waren alkoholisiert. Ich bin zwar nicht komplett im Bilde, doch Hugo und Octavio speisen hier häufiger. Umso überraschter war ich von ihrer Auseinandersetzung. Das wäre dann der schlankere von beiden, Hugo Fournier. Er verschwand nach dem Eintreffen der UC Security. Er lebt im Athena Tower. Da würde ich anfangen. Kann sein, dass er bald auscheckt. Schönen Tag wünsche ich. Dieser Octavio ist unfassbar. Dieser Lügner. Manipulator. Dieser... Ja, der Typ, der... Halt, was? Er bezichtigt mich des Diebstahls? Der hat Nerven. 5 Jahre waren wir zusammen. Eine halbe Dekade. Und er wirft alles weg für diesen Kellner. Es sollte unser letztes Dinner sein, bevor wir einander ewig die Treue schwören. Aber eine Stunde davor habe ich bei mir aufgeräumt, gegen die Aufregung. Seine Hose lag auf dem Boden. Als ich sie aufhob, fiel eine Serviette des Dawn's Roost heraus. Darauf stand eine Nummer. Diese Dreistigkeit, sich im selben Restaurant mit mir zu verabreden. Ich war außer mir. Trotzdem ging ich hin und riss mich so lange zusammen, bis der Kellner uns bediente. Ja, das passt zu ihm, aber wenn du mich fragst, gehört er mir. Er schenkte ihn mir zur Verlobung. Er steht ihm nicht mehr zu. Ist mir egal, du bekommst ihn nicht. Lautet so das Gesetz? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich bin nicht stur, sondern realistisch. Ich will nicht ins Gefängnis. Sowas endet selten gut. Na schön. Ich bin zwar wütend, aber ich will nicht ins Gefängnis. Hier. Officer, was kann ich für dich tun? Ah, perfekt. Hast du den Ring? Ausgezeichnet.
Das Opfer wird sich freuen, seinen Besitz zurückzubekommen. Du hast es mal wieder geschafft. Du scheinst ein Händchen für solche Dinge zu haben. Hier, das hast du dir verdient.